Sie sind hier 31. Oktober 2018, Update um 0 Uhr, von Florian Plettenberg, Sport 1, Rasmus Godau, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern, verkleinern. Thiago wurden gegen den SV Rödinghausen verletzt ausgewechselt. Urheberrecht Imago Update Osnabrück, der FC Bayern muss womöglich auf den Spanier Thiago verzichten. Der Mittelfeldspieler wird im Pokalspiel gegen Rödinghausen angeschlagen ausgewechselt. Der FC Bayern München bangt um seinen Mittelfeldspieler Thiago. Um 23.25 Uhr verließ der Mittelfeldspieler auf zwei Krücken als letzter Spieler das Stadion in Osnabrück. Der Spanier war zuvor beim 2:1 Erfolg der Münchner im Pokal gegen den SV Rödinghausen nach 75 Minuten ausgewechselt worden, nachdem ihn Rödinghausens Björn Schlottke bei einer heftigen Grätsche am rechten Sprunggelenk erwischt hatte. Thiago humpelte zur Seitenlinie, wurde mehrere Minuten am Spielfeldrand behandelt und schlug vor Frust gegen die Decke der Auswechselbank. Schlottke bekam für seine Aktion die gelbe Karte. Nach dem Abpfiff wurde Thiago mit bandagiertem Knöchel von zwei Betreuern gestützt in die Katakomben geleitet. Mit dem verletzten Fuß konnte der 27-Jährige dabei nicht auftreten. Thiago verließ auf Krücken gestützt das Stadion. Urheberrecht Sport 1. Kovac hat wenig Hoffnung bei Thiago. Wir haben mit Thiago jetzt den nächsten verletzten Spieler. Ich hoffe, dass es nicht so schlimm ist, aber es sieht nicht gut aus. Wir werden immer weniger, sagte Trainer Niko Kovac nach der Partie in der ARD. Er hat im Moment starke Schmerzen. Aber wir warten morgen nochmal die Untersuchung ab. Auch Hasan Salihamidžić verbreitete nur wenig Hoffnung. Er hat sicher etwas. Er hat Schmerzen. Es ist noch zu früh zu sagen, was genau er hat, aber es sieht nicht gut aus. Er ist wirklich wichtig für die Mannschaft und ein Ausfall wäre alles andere als gut, sagte der Sportdirektor auf Sport 1 Nachfrage. Eine genaue Diagnose steht bislang noch aus. twitter.com/bayern-status/10573814984693932384 Bayern-Kader-A dezimiert. Die Bayern waren ohnehin stark ersatzgeschwächt in die Partie gegangen. Neben den langzeitverletzten Corentin Tolisso und Kingsley Coman musste Trainer Niko Kovac auf die angeschlagenen Arjen Robben, Rückenverletzung, Jerome Boateng, Magen-Darm-Virus und James Erkältung, verzichten. Ersatztorwart Sven Ulreich, dessen Frau ein Kind erwartet, stand wie Mats Hummels ebenfalls nicht zur Verfügung. Von Florian Plettenberg folgen @plettigol. Florian Plettenberg, Jahrgang 1988, studierte Wirtschaftswissenschaften an der Universität Kassel. Anschließend volontierte er an. Mehr Sport 1 ist die Nummer eine Plattform, wenn es um Live-Sport geht. Livestreams, Live-Ticker und aktuelle Berichterstattung aus allen Bär. Mehr von Rasmus Godau folgen @ Rasmus Godau. Rasmus Godau, Jahrgang 1990, lebt in Hamburg. Er absolvierte ein Studium an der Europäischen Medien- und Business Akademie Hamburg. Mehr